Ich versuche ja normalerweise die Übergänge so zu machen, dass man sie gar nicht mitkriegt. Aber ich habe diesmal komplett vergessen. Ja, ich mache es ja meistens so bei knapp einer Dreiviertelstunde oder so. Oder vielleicht mal doch eine Stunde. 70 Minuten für eine Folge ist doch mal ein bisschen krass. Heika Renato. Also, das war mal eine Renate und die hat sich jetzt einen Schwanz wachsen lassen, richtig? Ich werde alles, was ich habe, meinem Sohn geben, um ihn, um seine Träume zu unterstützen. Ich weiß, er hat großes Potenzial. Das ist aber nett, hä? Ich werde wirklich hart trainieren. Du wirst schon sehen, ich werde ein großer Arenaleiter, genauso wie Roxanne. Roxanne, war Roxanne nicht irgendwie Gift oder Stahl oder irgendwie sowas? Gift? Weiß nicht. Ich denke da, glaube ich, an, glaube ich, eine völlig andere. Ich denke irgendwie an so eine Rockerin, die so irgendwie so Musik gespielt hat und ein Gift-Pokémon hatte. Wenn ich Roxanne höre. Aber das ist die nicht. Das ist die nicht. Wie hieß denn diese Arena-Leiterin, die Gitarre spielt und Gift-Pokémon hat und selber aussieht wie so ein, keine Ahnung, so ein Punk? Roxanne ist gleich Rock. Okay, das macht Sinn. Rockos modernes Leben. Nee, aber wie heißt denn diese Rockerin? Bei Roxanne denke ich irgendwie an diese Rockerin. Ich glaube, die war bei Pearl und Diamant, war die. Die Rockerin. Ich bin in großen Schwierigkeiten. Ich habe gerade echt keine Lust, drüber zu reden. Ich muss so schnell wie möglich über eine Lösung nachdenken. Also bitte geh weg und stör mich nicht. Okay. Jo, was geht ab? Hey, hör mal, mein Freund. Würdest du gerne Champion werden? Also ich bin kein Trainer. Nein, nein, ich nicht. Aber ich kann dir einen siegesbringenden Hinweis geben. Roxanne, die Arenaleiterin hier, ist ein Gesteins-Pokémon-Nutzer. Na, da komme ich doch mit meinem Wasser- und Pflanzenteam super krass hier an. Okay, da fehlt ein R. Der Gesteinstyp ist very durable. Da fehlt ein R. Oder man ändert das U in ein O ab, dann ist es doable. Aber das macht dann keinen Sinn mehr. Aber es kann weder Wasser noch Gras aushalten. Ja. Nee, ich meine diese kleine lila-haarige Punkerin, die die ganze Zeit ein Konzert spielt, während du gegen die kämpfst. Die war doch Pearl und Diamant, oder? Und ich glaube, die hatte Gift-Typ-Pokémon. Also doable passt, wenn die Roxanne gut aussieht, ja? Der Rocco würde sie nehmen, bestimmt. Der würde sie duen. Arnold! Get to the chopper! Die Devon Corporation ist der Stolz dieser Stadt. Und Mr. Stone, der Besitzer, ist der größte Boss in ganz Höhen. Ah, dem gehört Team Rocket, was? Ach so, ich dachte doable im Sinne von, da kann man mal drüber rutschen. Ein wildes Ambi Diffel. Willkommen zur Devon Corporation. Rocco nimmt alle Frauen, die er sieht. Das ist richtig. Das ist richtig. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Nee, nee, die reagiert eher schlecht auf Feuchte. Oh.
Hallo, mein Name ist Kurnia. Ich bin ein Fossilienforscher und ich habe schon eine Menge Forschungen in der Höhenregion und den umliegenden Gebieten durchgeführt. Weißt du, was mir gerade einfällt? Was wir in Johto komplett vergessen haben? Wo wir gerade von Fossilien reden, ne? Wir wollten uns die Alphoiden nochmal angucken. Die sind doch jetzt, da sind doch dann, da waren doch die überall, also das war ein so ein Fossilientypi und das waren überall die Polizisten, die dich blockiert haben und die dich reinlassen, nachdem du die Liga geschafft hast. Wir haben uns die Alphoiden noch gar nicht angeguckt. Nach Höhen irgendwann mal, ne? Denkt mal mit dran. während meiner Forschungen habe ich einen Haufen Orte erkundet, wo man Gebiss- und Segelfossilien finden kann. Und jetzt verkaufe ich diese, falls du daran interessiert bist. Oh, warte mal. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich glaube nicht, dass du erfahren genug bist, um diese Fossilien, um mit diesen Fossilien klarzukommen. Du kannst wiederkommen, wenn du mehr erfahren bist. Na toll, danke. Erfahren genug. Du möchtest hier ein Fossil wiederbeleben? Tut mir leid, ich mache nichts für ein Kind wie dich. Die Schweine, das sind Ageisten. Die sind Ageist. Die sind rassistisch, aber halt auf mein Alter. Mika ist aus Schwarz 2, Weiß 2 Gift-Arena-Leiterin. Mika, ist das die? Die Punkerin? Moment. Pokémon. Mika? Ja, das ist die Punkerin. Ah, und die hatte weißes Haar, nicht lila Haar. Okay. Ja, aber Gift-Pokémon. Deshalb war irgendwie lila in Erinnerung. Genau, die war das. Und bei Roxanne habe ich jetzt irgendwie an Rocken, an Rock'n'Roll, an Gitarre und dann irgendwie an diese Mika gedacht. Und dachte mir, aber das passt hier nicht rein. Gift-Arena hier. Macht, passt irgendwie nicht rein. Ich spiele Pokémon Revolution online und niemand merkt es. Geil. Nicht mal der Polizist. Was gibt's hier schon zu bewachen? Ein bisschen Daten über irgendwelche Steine? Ah, Security halt, so ein Mist. Kevin! Wir haben Kevin gefunden! Hey, lass mich in Ruhe. Ich bin beschäftigt. Was? Devon Corps neueste Erfindung zu entwickeln. Okay, vielleicht nicht. Aber eines Tages werde ich das. Und bis dahin bleibe ich hier und niemand kann mich hier wegbewegen. Oh, ein Kampf. Ein Kampf. Wir haben den ersten der drei Brüder gefunden. Merkt ihr den NPC? Ja, der sieht aus wie so ein kleiner Pfadfinder. Grüner Hut. Habe ich mir auch schon gedacht, das sind Drillinge, die werden bestimmt alle drei gleich aussehen. Aber ich weiß ja auch, dass ich auf einen Namen achten soll, der auf Evan endet. Kevin, Devin, Levin, Mevin, ich habe keine Ahnung mehr, wie die hießen. Devin, Devin. Du hast mich besiegt. Na gut, ich schätze mal, ich werde zurückgehen, wo meine Mama ist. Aber eins solltest du wissen, meine Brüder sind viel stärker als ich. Kevin ist egal? Ach so, den Teseo, oder was?
Ich kann es gar nicht glauben, ey. Mein Kollege, der da drüben, spielt das beste Spiel überhaupt, ja. Pokémon Revolution Online, ja. Und ich, ja, ich bin hier von Kopf bis Fuß mit Arbeit überschüttet und komme zu gar nichts, ey. So eine Scheiße. Theseo. Ah, wir erforschen zurzeit unter Wasser. Exploration, ja, Erforschung, ne, so, ja, Exploring und Unterwasser-Erforschungsausrüstung. Es war schon immer ein Traum von mir, tief in den Meeren zu tauchen. Ja, denn ich bin der Theseo. Warum soll ich mir den merken? Mr. Stone und Taylor. Hallo, ich bin Rachels erster Freund. Ah. Gefällt dir die Challenge bis jetzt? Also das erste Item war ein Pokéball, nicht wahr? Dann gibst du mir das Ding jetzt mal her, ja? Und ich gebe dir dafür ein Potion. Nun dann, jetzt viel Glück, Rachels andere Freunde zu finden. Oh, und weg ist er. Weg ist er. Als Höhenchamp einfach wieder, okay. Theseo, Devon Corp. Notiert. Im schlauen Büchlein. Ja, ich bin der Direktor dieses Ortes. Ich brauche mal eine bessere Übersetzung von dieses Ortes. Immer auf ich weiß nicht warum, aber die sagen immer Displays, Displays, Displays. Ja, und das heißt ja dieser Ort. Aber das ist doch eine scheiß Übersetzung. Ich bin der Direktor dieser Firma. Aber ich bin der Direktor dieses Ortes. Naja. Und ich bin reich. Ja, ich bin auch sehr reich. Guck mich an, ich bin der Direktor und ich bin reich. Okay. Okay. Hey, Arnold. Henriette, goldene Kette. Kennt ihr das noch? Ah, vielleicht sollte ich die Arena dieser Stadt erstmal bezwingen, bevor ich zur nächsten gehe. Oh, gute Idee. Ich wollte mal ein bisschen erforschen. Ich wollte Kevins jagen gehen. Wo sind denn die ganzen Kevins? Miss Lita, wo ist denn dein Kevin? Wo ist Kevin? Warum ist Kevin nicht allein zu Hause? Na gut, dann gehen wir mal in die Arena rein. Ich frage mich, ob ich schon stark genug bin, aber mit zwei Pokémon, die einen Typenvorteil haben, müsste das ja eigentlich gar nicht so schwer sein. Du bist noch nicht bereit, gegen Roxanne zu kämpfen. Sie wird dich zerstampfen. Giga Drain ist nur 75. Ich dachte, Giga Drain wäre ein 90er-Move. Nee, jetzt mal ernsthaft, was ist denn das? Mega Drain 40? Giga Drain 75? Ich dachte immer, Giga Drain wäre ein 90er-Move. Was? Das habe ich jetzt verpasst? War das schon immer so? Oder haben die hier genervt?
Na, was denn Jo? Das war eine Entweder-Oder-Frage. Da kann man nicht Ja oder Nein antworten. Da muss man das Entweder oder das Oder beantworten. War das schon immer 90 oder wurde das genervt? Du könntest mit beidem Jo sagen. War das schon immer 75, meine ich? War immer unter 90, ja? Krass. Anscheinend bist du ziemlich gut. Nein, ihr seid einfach bloß dumm. Und ich habe einen Typenvorteil. Und das ist ein Rocco. Ein Rocco-Cosplayer. Ja. So, du bist also hier. Ich bin Rocco. Ich bin Marmoria Cities Arena-Leiter. Meine steinharte Willenskraft ist. Liegt sogar bei meinen Pokémon vor. Meine Pokémon sind alle steinhart und haben echte. Oh Gott, True Grit Determination. Keine Ahnung. Ich hatte 70 im Kopf. Echt? Ich habe immer gedacht, Giga Drain ist ein 90er-Move. Ich weiß nicht warum. Das ist richtig. Meine Pokémon sind alle Gesteinstyp. Huhahaha. Wirst du mich herausfordern, wissend, dass du verlieren wirst? Es ist die Ehre des Trainers, die dich dazu zwingt, mich herauszufordern. Nun denn. Ach, ich mach da bloß Spaß. Ich bin nur ein Cosplayer. Ich muss das jetzt mal googeln. Giga Drain 90. Ob das vielleicht mal früher 90 war oder sowas? Giga Nektarflut Stärke 90, ne? Energy Ball 90, was? Komisch, komisch. Ich war der Meinung, es war mal irgendwie 90, aber habe ich wohl Unrecht? Das passiert ganz selten mal, aber es kann passieren. Smackdown macht er ja. Vielleicht heile ich mich mal eine Runde. Oder zwei. Ah, meine Gesteins-Pokémon wurden besiegt. Oh nein, danke. Wir entwickeln uns nicht. Wir bleiben konstant zurückentwickelt. Was? Roxanne. Ein wildes Vulpix ist erscheint. Pokécatch, los, schnappt es euch. Hallo, du musst ein neuer Herausforderer sein. Ich bin Roxanne. Die Rustboro, also das klingt wie so eine Mischung aus Rust, also Rost und Marlboro. Zigarettenfirma. Ich bin Roxanne, die Rustboro City Pokémon Arena-Leiterin. Ich bin eine Arena-Leiterin geworden,
damit ich das, was ich gelernt habe, auch anwenden kann. Also damit ich das anwenden kann, was ich in der Pokémon-Schule gelernt habe. Würdest du bitte demonstrieren, wie du kämpfst und mit welchen Pokémon? Wir bleiben stets zurückentwickelt. Relikant gefällt das. Ja. Das lebende Fossil. Ja, Glück gehabt, dass der keine Gesteinsattacke gemacht hat. Das ist so ein zweischneidiges Schwert mit Wingull. Also, man selber kann ordentlich reinhauen, aber das Vieh kassiert ja auch durch Stein ganz schön. Vulpix ist geflohen und wurde von niemandem gefangen. Wow. Das ist genau das, was ich erwartet habe. Also ich hatte erwartet, dass ich mehr Schaden mache. Aber genau das, was ich erwartet habe, dass Wingull drauf geht. Jetzt können wir nur hoffen, dass der das Ding hier rettet. Speedfell! Wenn der jetzt schneller ist, habe ich verloren. Dann muss ich nochmal trainieren gehen. Oder wollen wir jetzt hier nochmal... Ach komm, wir gehen auf Nummer sicher. Ich will nichts riskieren. Wir machen noch einen Revive. Wir haben ja ein paar von denen. Revive hier. Auf Wingull. Aber der wird jetzt... Der wird nie ausreichen, ne? Eine Frage in den Raum. Wenn ein Pokémon gestorben ist und wiederbelebt ist, dann ist das Minus-Speed doch weg, oder? Dann ist doch... Die Buffs sind doch weg, wenn man stirbt und wiederbelebt wird, oder? Gut. Mir geht's nämlich... Weil sonst hätte ich jetzt verkackt und sinnlos zwei Revives benutzt. Ich habe verloren. Sieht wohl so aus, dass ich noch viel mehr zu lernen habe. Sobald es das Kampffeld verlässt, also auch wenn man es ganz normal einfach nur austauscht. Okay. Ich verstehe. Also die Regeln der Pokémon-Liga besagen, dass dass Trainern dieser dass Trainern dies hier gegeben werden muss, wenn sie den Arenaleiter besiegen. Hier, nimm dies. Nimm bitte den offiziellen Pokémon-Liga-Steinorden an. Ich hätte das echt so kompliziert ausgedrückt, man hätte das auch viel einfacher formulieren können. Du gewonnen, ich dir Steinbadge geben. Jetzt gut, gehen. Der Steinbadge erlaubt es deinen Pokémon, die VM Zerschneider außerhalb vom Kampf zu benutzen. Aber ich habe Zerschneider doch schon benutzt, weil ich das Item habe. Wie kommt... Also das verstehe ich nicht. Also genau das Gleiche ist mir in Johto aufgefallen. Ich kann mein Surf Mount oder allgemein einfach nur Pokémon mit Surf nicht benutzen,
Der war gut. Nee, ich kann die nicht benutzen, bis ich nicht den richtigen Orden erreicht habe, richtig? Und da ist es egal, dass ich das gekaufte Mount habe oder dass ich ein ganz normales Pokémon Surfer habe. Aber Zerschneider. Zerschneider konnte ich in Johto und auch hier in Höhen noch vor dem Orden einsetzen, weil ich das Item habe. Dieses. Und Schau Shadow, bis morgen. Weil ich dieses. Ich kann Backpack nicht öffnen. Das verstehe ich nicht. Warum ist das so? Ist das verbuggt? Das ist doch irgendwie falsch, oder? Die sagt, ab jetzt kann ich es benutzen. Ich konnte es aber schon benutzen. Das haben die irgendwie falsch programmiert oder so. Da du so stark bist, solltest du andere Arena-Leiter herausfordern. Nein, echt? Arena-Leiter können wir. Natürlich. Ich reise durch ganz Höhen und mache euch alle platt. Oh. Indem du gegen viele Trainer kämpfst, solltest du viele Dinge lernen. Wenn du dir eine Bootsfahrt nach Dewford sichern kannst, glaube ich, wäre das ein guter Ort, um den als nächstes herauszufordern. Dewford hier unten, genau. Also wir gehen jetzt nicht weiter nach oben, wie es scheint. Sondern wir gehen wieder runter und müssen dann irgendwie ein Boot nehmen. Alles Klärchen. Und da finden wir dann unseren Aaron. Ja, unseren Stolunior. Wasserpuls. Wasserpuls ist, glaube ich, besser als Water Gun. Ne? Water Gun ist ein 40er Move. Ja. Und es kann sogar noch verwirrender dann. Dann nehmen wir das. Verfolgung. Eventuell statt Quick Attack. Es ist jetzt kein so krasser Move, aber kann vielleicht von Vorteil sein, mal einen Dark-Typ-Move zu haben, statt einem Normaltyp. Ja. Nein. Nix entwickeln. Entwickeln schlecht. Wir bleiben unentwickelt. Zurückentwickelt. Rock Tomb wollen wir nicht kaufen, oder? Diese Gesteinsattacken sind immer. Die treffen immer so schlecht. Rock Tomb. Ich wette irgendwas mit 70, 80 oder sowas. Trefferchance. Nee, danke. Ich sehe, du hast Roxanne besiegt. Also möchte ich dich um Hilfe bitten. Also irgend so ein Freak ist, hat mich überfahren? Ist run me over? Oder hat mich über den Haufen gerannt? Kann auch sein. Hat mich über den Haufen gerannt und hat die Devon Goods, also die Güter, die Waren, die ich dabei hatte, weggenommen. Ich muss sie zu der Devon Corporation bringen. Und zwar so schnell wie möglich. Er ist zu der Route im Osten. Okay. Okay. Wir gehen uns erst einmal heilen. Und dann würde ich sagen, wir probieren mal den Copycat-Kampf, oder? Bin ja mal gespannt. Ja, ja. Ich habe ein bisschen Angst. Also ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen underleveled hier reingegangen. Also was heißt underleveled? Gerade so auf dem richtigen Level, aber ohne halt vorher richtig vorzubereiten, zu trainieren und so, ne? Also können wir mal vergleichen, was die anderen hier so reingebracht haben. Die kommen zum Beispiel auch mit einem 6-Mann-Team, ne? Wo ich halt bloß mit einem 2-Mann-Team komme.
Bin ja mal gespannt, was dann noch kommt. Aha. Torchic. ein Trasler. Psycho. Hab ich ehrlich gesagt nichts Gescheites dagegen. Mache ich einfach einen Wasserpuls. Oder einen Flug mit einer 90er Power. Trasler wird eine niedrige physische Verteidigung haben. Nochmal Flug. Fuck. Oh, getroffen. Getroffen. Oh. Geil. Hat der noch irgendwas mit dran oder ein Schweben oder irgendwas komisches? Ich weiß nicht. Schweben, Geist. Gut, also Bodenattacken machen wir eh nicht. Gegen Geist habe ich nichts Gescheites. Wir machen einfach nur einen Wasserpuls. Oder einen Flug. Moment mal. Die Def ist niedrig. Die Special Def ist hoch. Dann machen wir Fliegen. Wie sind meine eigenen Sets überhaupt? 17. Ah. Das nimmt sich ja dann eigentlich ehrlich gesagt nicht viel. Ah doch, Power 90. Geist ist nicht zufällig noch immun gegen Flug oder sowas, ne? Nur normal, oder? Moment, wo habe ich meine Liste? Geist, immun gegen Normal und gegen Kampf. Okay. Alles klar. Ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, wie das hier läuft. Das Gute an Fliegen ist ja, dass es zwei Züge sind und das ist, das kombiniert sich relativ gut mit Reste, Überreste. Zweimal heilen. Oh, der ist ja putzig. Hihi. Pflanze. du bist stark. Und ich konnte dich nicht mit dem Team des letzten Challengers besiegen. Ja, okay. Quick Attack, nein, machen wir nicht. So, die Route im Osten, ja? Die da. Wer bist du hier? Johann? Ey, Johann! Stopp! Bleib sofort da stehen, Jungspund! Die Straße da vorne ist zu gefährlich für dich. Geh zurück, wo du herkommst. Bitte hör auf meine Worte. Ich verspreche dir, ich werde dich durchlassen, sobald du stärker geworden bist. Oh. Wo sind die anderen Jungs? Uns fehlen ja noch zwei von den Evans. Ah, da ist ein Evan.
Oh, ist da ein Diktat aufgetaucht? Pokécatch. Warum sagt mir keiner was? Sag doch was! Janice. Bin ich süß? Nein? Du hast mich verletzt. Ich habe meinen besten Freund gefunden. Hä? Was? Sehe ich nicht. Dicta ist geflohen. Schade. Hier gibt's Abras. Und Ninkada. Hallo, Devin. Devin, bleib stehen. Ich möchte eines Tages mal ein professioneller Fahrradfahrer werden. Rennradfahrer wahrscheinlich, ne? Deshalb übe ich jetzt. Ich weiß schon, dass Mom uns sucht. Aber wir wollen noch etwas länger bleiben. Ich gehe nicht, bis ich fertig bin mit meiner Übung. Oder bis du mich in einen Kampf besiegen kannst. Aber sei gewarnt, ich bin besser als meine Brüder und wurde noch nie besiegt. Besser als meine Brüder? Hat man hier schon gegen beide gekämpft? Habe ich einen verpasst? Lol. Chancenlos. Der ist Purwasser, oder? Hat keinen Boden mit drin, oder? Ich wollte gerade sagen, der hat Vierfachschwäche, aber der ist Purwasser. Oder? Hat der Boden mit drin? Das Matt in Mudkip ist immer so irritierend. Schlamm. Da denke ich an Boden. Und Swampert denke ich auch an so einen Swamp. Was ist denn das? An so einen. Wie nennt man einen Swamp? Sumpf, ne? Und Sumpf ist da auch so. Wasser und Boden. Naja, egal. Ich gucke nach. Ich google es. Ja, doch, der hat Boden mit drinne. Der hat Boden mit drinne. Mudkip vielleicht noch nicht. No, aber er bekommt dann Boden rein. Okay, ich werde zurückgehen, wo meine Mama ist. Aber ich werde dich auch wissen lassen, dass sobald ich ein professioneller Fahrradfahrer werde, werde ich ein großes Haus kaufen in Rustboro City für meine ganze Familie. Aber fürs Erste werde ich meine Fahrradfahrskills trainieren und meine Pokémon trainieren. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Hallo, ich bin ein Käferfänger. Triff mein Team. Ich will jetzt nicht mit dir irgendwie kurz vor Mitternacht intim werden. Was soll der Scheiß? Das ist nicht okay, junger Mann. Hätte mit Winger hier reingehen sollen.
Bugcatcher. Jose. Jose, was ist denn ein Ninkada? Vom Typen her. Käfer und Boden. Naja. Zumindest neutral müsste es sein, ne? Ja, sehr schön. Neutral reicht aus. Du hast Eier, hat er gesagt. You got some guts. Gibt's hier was Cooles? Ach, hatten wir ja schon geguckt. Genau. Genau. Youngster Joey, nein! Nein, der ist doch echt überall, oder? Ist die blöde Flitzpiepe jetzt wirklich nach Höhlen gekommen und hat hier neue Radfratze trainiert? Nein! Joey! Warum? Warum? Just Bunked School. Oh, was ist denn Bunked? Flanked ist durchgefallen oder Test vermasselt und sowas, ne? Was ist Bunked? Nicht um gegen dich zu kämpfen. Aber wenn du darauf bestehst, also wahrscheinlich Schule geschwänzt, oder? Ich habe gerade Schule geschwänzt. Nicht um gegen dich zu kämpfen, aber wenn du darauf bestehst. Oh. Oh. Genau. Bitte verrat es nicht meinen Lehrern. Ja, okay. Geschwänzt. Die kriegt mit dem Lineal ordentlich auf die Finger gekloppt, sag ich dir. Und wenn ich es persönlich machen muss, hast du gehört, junges Fräulein, ich verprügel dich. Ich muss meine Kamera mal wieder richtig einstellen. Die sieht so komisch. Normalerweise, wenn ich auf die Kamera gucke, dann sah das auch so aus, als würde ich euch angucken. Jetzt sieht das gar nicht mehr so aus. Ich muss hier mal wieder ein bisschen umräumen. Ich weiß, was? Ich liebe meine Pokémon, aber nicht in dem Sinne, dass, oh, ich find sie toll. Ich bin verliebt in meine Pokémon. Ist das legal? Ist das so? Ist das nicht Sodomie? Möchtest du die treffen? Nein, will ich nicht. Nein. Ah, und es ist auch noch ein Pokémon, was menschliche Züge hat. Och nein, das ist doch voll die Sodomie, oder? Nein, das ist illegal. Ausgeschaltet. Jetzt kannst du keine Sodomie mehr betreiben. Mein Pokémon liebt dich auch. Nein! Tut's nicht! Hört auf, mir sowas zu unterstellen. Eieieiei. Hallo. Ah, ich bin Rachels zweiter Freund. Gefällt dir die Challenge bis jetzt? Da, ein Potion. Hast du das noch? Gib her damit. Und ich gebe dir dafür ein... Pokéball? Wirklich? Da hätte ich ja auch gleich zum vierten Freund gehen können mit einem Pokéball. Lächerlich. Ein Gligar.
Gligar. Ich glaube Flug und Gift. Bin gespannt, ob ich das fangen kann. Wasser war effektiv, also hat's Boden oder was? Da guckt man einmal nicht in den Decks rein. Einmal nicht in den Decks reingeschaut. Boden, natürlich. Flug und Boden. Leck mich im Arsch. Das Ding ist lila. Das Ding ist lila. Lila ist Gift. Na gut. Yay. Oh. Da kommt sie. Da kommt sie. Nein. Eine Karen! Lauft, Leute! Lauft! Überraschung! Jetzt musst du gegen mich kämpfen! Und wenn du nicht kämpfst, dann will ich mit deinem Manager reden. Es ist eine Karen! Jo, ich mach auch gleich aus. Mach den Kampf noch, dann gucke ich mir deinen Link an und dann machen wir auch Feierabend. Eine Karen! No. Ich will mit deinem Manager reden, sagt sie. So. Du hast mir einen Link geschickt. Den gucke ich mir jetzt mal an. Funny little scene you may have missed in Rocket Edition. Das ist dieser ROM-Hack, ne? Den hab. Ich weiß gar nicht, habe ich den mal gespielt? Oder ich wollte den mal spielen. Oder ich habe ihn vielleicht mal angespielt. Ich weiß es gar nicht so richtig. Aber den müssen wir irgendwann mal auch im Stream spielen. Ja, also ich wäre so gerne mal Mitglied von Team Rocket. Den Romek müssen wir auf jeden Fall mal spielen. Also, funny little scene you may have missed in Rocket Edition. Soll ich das vielleicht im Mozilla anmachen, damit ihr es auch sehen könnt? Moment. Mach's mal für alle an. Wo ist das jetzt hin? Hä? Ganz klein geworden irgendwie? Ach, da. Moment. Muss diese Taste finden, um das wieder richtig. Genau so. Hatte das letztes Mal so ein bisschen zugeschnitten. So. Funny little scene. Kann man das lesen? Funny little scene you may have missed in Rocket Edition. Come on, man. If you had a God of War like mine. Punkt, Punkt, Punkt. You'd have done it too. Oh, das hat jetzt voll gepasst zu dem Witz für den Trattler. Der ist im Knast, weil er sein Gardevoir gefickt hat. Und das ist offensichtlich illegal. Sodomie, ja? Ja, come on, komm schon, Mann, Alter. Wenn du ein Gardevoir gehabt hättest wie meins, ja, dann hättest du es auch getan. Poker Catch. Da. Ja, Leute. Der wird mies. Ich mache Feierabend. Morgen mal schauen, ob Minecraft oder Pokémon. Bin mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht kriegen wir sogar beides unter. Ne? Aber auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal, ne? Euer Duskop. Tschüss.